Ah ja, Nägel haben wir gesagt, braucht er, der Bub. Jetzt kommt ja immer Pilze. dieses Jetzt umstellen auf 4K, weil ich denke immer, viele merken gar nicht, dass die Videos in 4K gerendert sind und vergessen dann umzustellen auf 4K. Solltet ihr machen. Ah, okay. Aber dieser Hinweis kommt jetzt immer genau da, wo die Kamera ist. Heil, muss sein. Irgendwann, wenn ich Zeit habe, werde ich das ändern. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Night of the Dead. Genau, Night of the Dudes. So, ich überlege gerade, wo rüste ich weiter auf? Ich habe Fertigkeit, habe ich komplett voll. Überleben habe ich komplett voll. Also Tragen habe ich auch übrigens Olli komplett voll gehabt. Also da kann ich nichts mehr. Ich glaube, ich mache hier weiter. Du kannst nichts. So, jetzt habe ich hier alles schon mal zweite Stufe. Mehr kann ich auch nicht, sehe ich gerade. Okay, aber immerhin. Ich bin mal kurz AFK. Schon wieder? Eben war ich trinken holen. Haben wir Pinkleritis oder was? Da trinken holen eben. Ja. So. Brachte denn dann noch Holz, Machen wir die ganzen Eisenbarren? Sachen, die ich gefunden habe, alle wieder zurück. Eisenbarren kann ich. Hängt ja schon was ab, da war. Ja, war doch eine nette Nacht. Also, mir hat sie doch sehr viel Freude gebracht. Es ist an der Physik quasi kein Problem, gell? Ja, also Gott sei Dank. ich bin mit dem Outcome also total zufrieden. Was halt so blöd war, dass sie wirklich da durchgekommen sind. Aber da kann sie nichts machen, wa? Braucht einen Draht. Wir haben gelernt. Wir haben daraus gelernt und haben Ja, es aber es gibt beseitigt, jetzt Leder das Problem. und Holz. Gerade Ach, die muss ich Kiste ist hier schon noch. wieder voll. Wie viele von den Blättern hier drin brauchst du jetzt wirklich? Weil die Kiste ist jetzt voll mit Blättern. Keine Ahnung, wie viel du bauen willst. Nee, die Frage ging an Max. Der Max brauchte doch für Also, irgendetwas Blätter. die brauchen wir alle. Alle. Du kriegst das nicht für deine Maschinen. Ja, dann müssen wir aber irgendwie da mal eine extra Kiste machen für Blätter, weil die blockieren. Also ich glaube, wir müssen insgesamt unseren ganzen Lagervorrat mal Überdenken. neu sortieren. Ja. Bitte. Weil wir ertrinken in Materialien inzwischen. Und dabei Also haben in wir sie. bestimmte, nicht in alle, in bestimmte. Nee, also die Blätter würde ich dabei mal doch noch ein bisschen lassen. Wir müssen mal irgendwie, vielleicht kommen wir ja in der Floating Base, das wäre ja vielleicht mal so eine Sache, einen Lagerraum machen für nicht so wichtige Sachen einfach, die wir nicht normalerweise nicht brauchen, damit hier wirklich nur noch, also die wir so viel haben, wo wir einfach nicht mehr wissen, wohin mit. Weißt du, was ich meine? Ein Lagerraum für Shit. Für Schildkröten. Für Shit. Nee, nicht für Shitkröten. Schildkröten, sondern für Shit. Shitkröten. Für Shitkröten. Shit. Also für Gras beispielsweise. Boah, jetzt habe ich so auf den Witz gewartet, ne? Dass ich den machen kann. Da habe ich so drauf gewartet. Ich schätze mal, keiner von uns wird rauchen. Also ist das Ja, eher. das stimmt. Und auch noch nie gemacht. Das muss ich auch ganz wichtig sagen. Manche gucken ja einen blöde an, wenn man sagt, irgendwie habe ich nie gemacht, aber nee. Nee, ich hab schon geraucht. Ja, Aber echt? Hast du mal allerdings, probiert? ja. Okay. Ja, allerdings, ich rauche jetzt schon, keine Ahnung, 15 Jahre nichts mehr. Hab noch nie geraucht. Ich fand Rauchen immer blöd, weil zwei meiner Onkels, also die jüngsten von belgischer Seite, die haben in der Tabakindustrie gearbeitet und bekamen immer günstig Zigaretten.
Ja, das hatte dann zur Folge, dass mehr oder weniger die kompletten Onkel, Tanten alle rauchten. Ja, und Ach Gott, natürlich ja. von denen dann halt quasi günstig mit Zigaretten versorgt wurden. Ja, klar. So, das waren 11 Geschwister. Jetzt kann man sich vorstellen, wie Familienfeiern waren. Also, da wurde auch Boah. nicht gelüftet. Da kamst du in den Raum rein, der war einfach nur mit blauem Dunst voll. Das war wie Londoner Nebel, nur indoor quasi. Hätte auch Krass. ne, hätte, ich meine, wenn die Menschen scheiße ausgesehen hätte ich gesagt, das war eine Gruselbahn, aber das hätte jetzt so nicht gepasst. Nicht. Nee, Ja, war ja und nicht so. leben die alle noch? Ja, nein, aber viele leben nicht mehr, aber witzigerweise, keiner ist irgendwie an Lungenkrebs gestorben. Das ist alles, also es sind viele an Krebs gestorben. Das ist der Witz an der Sache, aber keiner an Lungenkrebs. Wirklich? Ja, Okay. Vielleicht haben die wirklich. anderen Zigaretten die anderen Krebs auslösen. Ja, wahrscheinlich. Den Eindruck hätte man dann daraufhin, ne? Es muss ja was anderes dann dran gewesen sein. So, wo könnte ich denn hier so einen Lagerraum bauen? Jetzt muss ich echt mal. Jetzt gucke ich hier und krieg einfach so eine Trebuchet vor mein Gesicht geknallt. Und bam! Halt die Schnauze, Ronny. Ja, hast ein Trebuchet. Guck dir das mal von der Seite an hier. Da weißt du, was Sache ist hier, Trebuchet. Alle alter Quasselstrippe. Eins, zwei, drei. Wo wird die hiebert? Weil die Nee, tritt ja nicht Quatsch, ich habe eine viel gegen bessere nichts. Idee. Ich bin blöd. Wir haben doch eine Riesenfläche für ein Riesenlager. Wir haben doch das Dach, wo jetzt nichts mehr draufsteht. Stimmt. Da kann ich Tor doch hat das sich für Sachen Außenlager. haben. Wir müssen mal selber überlegen. Aber danke für das ausführliche Gespräch, gell? Dirk, ich fühle mich gerade irgendwie von dir gemobbt. Ich weiß jetzt nicht, warum ich mich gemobbt fühle, aber ich fühle mich genobbt, meine ich. Genobbt manchmal Genobt. auch. Ah, ich will auf Noppen geschwind weiterreden. Ja, Auf Noppenspieler. gefühlsecht quasi, ne? Noppenspieler, genau. Gefühlsecht, immer gefühlsecht hier. Ja. Echt? Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der intelligente und vorausdenkende Mann natürlich verhütet. Echt? Was denn? Ich weiß nicht, was er verhütet, aber irgendwas soll er ja angeblich verhüten. Irgendwas. Irgendwas. Ich habe Kinder. Sieht das so aus, als hätte sich irgendwas bei mir bewirkt. Ja, ist das Maria und Josef. Also Jungs, wenn noch mal hier sowas passiert, ne? Da wo Wie ich stehe, ist eine super schöne Position. Puschelchen. Kommt keiner an dich dran. Aber bitte nicht alle, ne, auf die Respekt, Position hier, Holzpreis. ne? Wo stehst du? Ja, Nach warte, ich vorne? sehe es auf der Mauer oben. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt Da der kommt kleine keiner Dirki. hin, außer die, die springen können. Guck dir mal den Dirki an, wie er auf der Mauer balancieren kann. Auf der Ah, so Mauer, auf der balancieren. Lauer Super, sitzt ne? der kleine Dirki. Sag mal, wo bist denn du? Da hinten. Was ist da? Wo bist du da? Also hier habe ich gestanden, habe schön überlebt, habe schön mit den Bolzen draufgeschossen. Alles super. Okay, hast du da Sachen laden auch können? Wie wir jetzt an den gekommen Nee, sind? laden nicht, aber ich konnte erstmal, erstens habe ich dir geholfen, als du von hinten angegriffen worden bist. Ah, du warst es, Dankeschön. Hab dann von hinten quasi draufgeschossen, den Bolzen, ne? Und er konnte den Zombies eine lange Nase machen. Du kannst natürlich auch von hier aus das Ding hier laden, ne? Das hilft dir natürlich auch noch beim Schießen. So, jetzt habe ich ein So. Problem. Ich bringe den dritten Ding nicht drauf. Das dritte Bitte? Ding. Das dritte Ding. Bitte? So, hier scheint jetzt erstmal alles repariert zu sein. Nützlich. Also hier auf der Position. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Also Max, hier vorne, wo du stehst irgendwo, ne? Da war das, was gebrannt hat, wo ich nicht dran kam. Hier vorne. Telefon. Nee, bei mir nicht. Nee, bei dir nicht. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Maxi. Sieh dir mal den Maxi an, wie der Wie der Maxi. Maxi tanzen kann.
bauen kann. Wollte ich eigentlich machen, aber gut, wenn du unbedingt tanzen willst, kann ich dich auch tanzen lassen. Aber ich wollte eigentlich bauen sagen, aber gut. Na, ich hab Fernsehen geschaut mit Kopfhörer. Ach so, ja. Und was war drin? Ja. Was denn? Ja, also sie hat ja Fernsehen geschaut mit Kopfhörer und da wollte ich mal fragen, was denn drin war. Ja, genau. Eisenbahn, Eisenplatten und Gummiringe. Ja, dann passt aus. Ich hab mir gerade einen runtergelassen, danke. Was? Ader gelassen hat sie? Na, runtergeholt. Nee. Ich hab's ja online gespürt, aber kann ich bekämen. So, alles repariert. Repariert. Ja, zumindest in ganz vorne, da ist alles okay. Ja, passt. Nimmst den Schlüssel, dann brauche ich nicht aufstecken. So. Okay, so schlecht, wenn man absticht. Kommt der Junior? Mhm. Seile und bearbeitetes Leder. So, jetzt habe ich alle wieder oben. Seile, bearbeitetes Leder. Hier auf der Base sind ja auch ein paar Sachen, die kaputt sind. Die müsst ihr auch mal reparieren. Bisschen durch. Wirklich? Eigentlich war alles repariert. Ich habe auch eben überrascht festgestellt, dass es Sachen sind, die beschädigt sind. Ich wüsste nicht, wie das passiert sein soll. Ah, das passiert schon mal. Oh ja. Genauso wie Wände plötzlich verschwinden, ne? Oder auftauchen. Ja, oder auftauchen. Ja, wie Türen zum Beispiel. So, eins, zwei. 3, 4, 5 haben wir wieder. Türen. Es ist halt jetzt nicht mehr so einfach, weil. Oh Gott, die Ding kommt eigentlich weg. Brauchen wir die eigentlich? Die brauchen wir eigentlich ja nicht, diese Treppe. Na, ich lass sie mal. Vielleicht für später. Gut, gut. Was ist das denn hier? Oh, Tatsache. Also ich sehe den Button immer noch nicht, falls ihr euch wundert, dass ich auf einmal hier auf gut Glück hier in das Nix klicke, wo eigentlich die Kamera ist. Ich treffe nur einfach zufällig. Aber man kann es ja gut schätzen. Hier irgendwo müssen die Button ja sein, ne? Falls ihr euch wundert. Warum ich da immer auf mein eigenes Bildnis klicke. Weil dein Counter-Fight zu groß ist, gell? Ja, echt. Ja. Counter-Strike. Counter-Strike ist auch zu groß. Aber da habe ich einfach zu sehr geruhlt, deswegen, da musste ich aufhören mit Counter-Strike. So, sind eigentlich hier oben alle geladen? Alle Waffen, bla bla bla? Nee, noch nicht ganz. Nee, sind nicht geladen, weil zwischendurch kam ja nochmal ein Angriff. Deswegen. Dann haben wir. Gut, die brauchen wir. Jetzt mache ich mal Folgendes. Wieso schießen die schon wieder? Weil wieder welche auf uns zukommen. Ja, wahrscheinlich. Nicht. Verschämt, aber. Die Tageswelle, gell? Alle aufpassen, gell? Die Dauerwelle kommt. Die Dauerwelle. Wieso öffnen? Wieso steht da öffnen? Ah, die Türe. Boom. Ja, ja, da macht einer sich einen Kaffee. Hm, jum, jum. Boah, da geht's so ganz schön rund, ha? Das ist ein Zombie gewesen und die haben da so krass drauf gefeuert. Das nennt man Overkill. Schon mal gehört davon? Alia? Was? Schon mal gehört davon, das nennt man Overkill. Ich kenne nur Opa-Kill. Ah, das ist wirklich Overkill. So, wenn zum Beispiel 10 Trebuchets auf einem Monster gehen, wobei eins auch gereicht hätte, ein Trebuchet, das ist ein sogenannter Overkill, den hättest du sozusagen 10-mal, 20-mal töten können. Ah, okay, ja. Multikill. Yes. Aha, bei welchem Spiel bist du denn jetzt gerade? Ja, Entschuldigung, ja, bin gerade irgendwie abgeschweift. So, hat jemand irgendetwas dagegen, wenn ich die Kiste mit den ganzen Tierteilen nach oben tue, eine Etage höher? Du musst nur sagen, nee, wo es hin tust, damit wir auch wissen, wo es ist, ne? Ja, eine Etage höher, die linke Kiste ist es. Sind ja quasi fast unwichtige Sachen. Ja, die brauchen wir ja ganz selten. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, die mache ich eine Etage höher. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man einen Aufzug bauen kann. Nee, anders. Dass man die Kisten überall anstapelt. Ja, nee, das sieht nicht aus. Also das Auge ist ja auch mit.
Also bitteschön. Wieso? Das sieht doch schön. Nein. 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 Veto. Veto. Nein. Veto. Aus. Fettes Veto. Sprich okay. Ich. Jawohl. Hey Lord. Ich hab gerade einen Hasen. Nicht Milord. Ich hab heute Dings geguckt. Game of Thrones. Also von daher sagt nicht Milord. Welches denn? Erster wieder... Teil? Ist das nee, ich bin jetzt in der Staffel 4. Okay. Wieso schaut man sich sowas freiwillig an? Game of Thrones ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Also da kannst du überhaupt nichts sagen. Naja, denn man steht nicht auf so brutale Sachen. Ja, es ist ein bisschen sexistisch und so, aber... mal ganz ehrlich, die Zeiten da, ich sag mal, im Mittelalter war es ja nun mal so. Da war es ja wirklich so, dass die Schwester mit dem Bruder und ne, wenn es halt irgendwie, dass halt ihnen arrangiert wurden und dass die mit 14 dann schon teilweise heirateten und so, das ist ja jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ne? Also, aber ich finde diese Story, finde ich so, dieses Mischung zwischen Action und eigentlich Herzschmerz und Familiendrama, also so soapmäßig, finde ich einfach gut gelungen. Ich kann es gar nicht sagen, weil ich es nie gesehen habe. Die Twists and Turns und so, ehrlich. Ich habe nicht eine Folge gesehen. Ist wirklich gut. Ich habe, glaube ich, bis 3 geguckt und dann nicht mehr. Okay. Echt? Und was war der Grund, weswegen du aufgehört hast? Schwer zu sagen, es war so irgendwann so einfach langweilig und keine Zeit mehr. Ah, okay. Du hast übrigens mein Lost noch, fällt mir da gerade ein. Ja, bin ja keine Zeit. Ja, du hast übrigens mein Lost noch. Ja. Hab ich noch? Nee, hab ich dir zurückgegeben. Hast du mir zurückgegeben? Okay, ja, ja. Dann hab ich nichts mehr. Ja, dann hab ich Alzheimer. Also kannst du ja mal gucken. Steht ja da vorne. Hey, also ich hab's nicht mehr zu Hause, daher... Nee, dann ist gut. Dann hast du es mir zurückgegeben. Dann hab ich's nur vergessen. Ja, selbst Lost habe ich ja nicht geschafft zu gucken. Ja, das stimmt. Da verpasst man auch wirklich was. Aber es gibt auch Leute, die finden Lost scheiße. Naja, teilweise ist es halt echt ein bisschen langweilig. Irgendwie Lost, ne? Irgendwie Lost, die ganze Geschichte, ja, überhaupt, ja. Beides nix hängt. Da bricht jetzt gerade so ein bisschen eine Welt für mich zusammen. Also, der hat nicht Lost gesehen, hat nicht Game of Thrones gesehen. Das ist ja wirklich Kult, ne? Der völlig entgeht. Der Max hat Vampire Diaries geguckt. Ja, genau! Der hat Vampire Diaries geguckt, auch nur wegen den Weibern. Ich kenn das nicht. Ich gucke Vampire Diaries. Ich auch, ich kenne alle. Ne, die letzten Folge kenne ich nicht, die letzten. Aber sonst habe ich alle gesehen. Alea, wie weit bist du? Bist du schon durch? Ich bin bei der vorletzten Staffel. Okay. Ich bin in der Staffel 7, Folge 2 oder so. Ne, ich bin gerade bei Staffel 9, ist glaube ich die letzte, ne? 8. Ja, dann bin ich bei 8. Eine 9. wird aber jetzt gedreht, gerüchteweise. Du, Ronny, sag mal, wenn du zum Beispiel einen Forschungsbaum anschaust, sind manche schwarz und manche grau, oder? Ja. Die Schwarzen sind schon erkundet, schätze mal. Und die Grauen sind erkundet, die Schwarzen Grauen sind noch erkunden, nicht. Die Schwarzen noch nicht. Jetzt habe ich da... Älterer Kämpfer? Nein, umgekehrt. Die Grauen sind nicht... Weil bei mir ist das sowas von gemischt. Der anfängliche Taucher ist grau, der Junior-Taucher ist schwarz und der Taucher ist wieder grau. Ja, es gibt quasi das Grau mit dem weißen Kasten rum, das sind die Gelernten. Und das Grau ohne weißen Kasten rum, das sind die, die du noch nicht lernen kannst. Ist ein bisschen doof gemacht. Auf das bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Ja, hätten sie anders machen müssen, muss man ehrlich zugeben. Also okay. Das ist nicht... Ist nicht das Gelbe vom Ei. Okay. Und das Grüne. Die Antenne fehlt übrigens immer noch. Die Kiste ist aber inzwischen oben. Ja. So, dann kann ich die Kiste nämlich hier mal abbrechen, weil die stört mich schon die ganze Zeit. Jetzt habe ich von Dirk schon so viele Sachen gekriegt und ich habe keine Ahnung, wo ich es investieren soll. Überall. Also ich habe mehr oder weniger auf Kampf und Jagen gemacht.
Ich okay. habe mittlerweile alles gemacht, was ich machen wollte und einfach reingeklatscht. Und was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also auf jeden Fall würde ich das machen, dass du viel tragen kannst. Ja, viel das tragen. Ist das ist, was ist das? Wie heißt das jetzt nochmal? Warte kurz, ich... Ist das Fertigkeit? Das ist bei Fertigkeiten... Überleben. Das ist Porter. Also Anfänger-Porter. Ah, okay. Ein Veteran-Porter kann ich machen. Ja, wenn du Porter machst, dann kannst du dich von dem einen zum anderen Punkt porten. Genau. Teleporten. Das ist Teleporten, dieses Talent, genau. Und Plündern, ist das nach Holzhocken, glaube ich, war gut. Plündern ist, dass du schneller Sachen... Mhm. Kann man denn immer einen Steinbruch machen, oder? Das darf auch nicht verwechselt werden mit dem Teleprompten. Das ist halt, was du vom Teleprompter gut ablesen kannst. Ist in Ordnung. So, ich habe aufgerüstet. So, cool. Vielleicht sollte man was essen. Mahlzeit. Halbzeit. Voilà. So, ich habe nur eine Fallenmaschine über. Was bauen wir denn da ein? Keine Ahnung, in der Kiste ist auch noch eine Fallenmaschine. Ja, willst du mir jetzt noch mehr zu tun geben bei der nächsten Nacht, oder? Das war Alter. Sein Ziel. Er wollte mal gucken, wie belastbar du bist. Nee. Ja, komm, gib's einfach zu. Ich vermute das schon, ne? Ja, ne, ich hab auch so ein bisschen so den Drang dahin. Also, das zu vermuten, meine ich. So, kommen die Monster eigentlich in die Fallengänge von der alten Basis, von der zweiten Erweiterung der Basis rein? Oder nicht? Schon, gell? Da, wo du ein Mietbett aufbauen wolltest. Also normalerweise, also jetzt sind sie an der Floating Base gewesen, da sind sie in der alten Base gar nicht angekommen, logisch. Und bei der letzten Nacht, wo wir die alte Base benutzt haben, ist das weiteste, was sie gekommen sind, an die Ballisten, die am Ende von diesem Walzengang sind. Weiß nicht, ob ich jetzt die Frage damit ausreichend beantwortet habe, aber ja. Ich hoffe mal, dass du weißt, was ich meine. Ja, das heißt, ich werde dann das ein bisschen klein wenig umbauen, nicht viel. Allerdings brauche ich da noch ein paar Sachen. Die zwei Türen da im Ding, lassen wir die stehen, gegangen, oder was? Ja, das ist ja unsere Türausstellung. Das ist ja, falls irgendjemand mal Türen kaufen will bei uns, aus einem anderen Spiel. Weißt du, das ist ja so mein Ziel, dass wir so ein Franchise machen, weißt du? Tür und jetzt Tür. Hast du die zweite Kisten auch schon weg da. Ja, ich bin fleißig, ne? Hallo. Tür und Tür Incorporated, wollte ich uns nennen. Door and Door Incorporated. Cool. Ja. Die anderen machen Türen auf, wir machen sie zu. Oder irgend sowas so als Leitspruch, weißt du? Mhm. Nee, was hältst du davon? Gut, Preisschild braucht man noch. Okay. Oder ich nenne das Ganze also irgendwie so Make it happen. Happen? Make it happen. Servo. Hat irgendwas zu essen zu tun, ne? Genau, make it happen. Richtig, du hast es. Das sind dann die Türen das sind extra Türen dann für Restaurants. Also ich dachte Hai happen. Hai happen, ho. Nein, das war was anderes. Das waren die Zwerge. Ah. Nee, das war Dori. Finde Dori. Nemo. Genau. Nemo, genau. Finde Nemo. Finde Dori habe ich noch gar nicht geguckt. Ja, ich wollte den Kindern den Film nicht weggucken. Da hätte ich noch Holz und Holzbrett. Na gut. Die schaut so leer aus jetzt. Die hinten ist auch alles so ein bisschen kaputt. Kann ich hinten auch reparieren. Also, eins sage ich schon, gell? Holz haben wir ganz wenig. Soll ich Holz holen gehen? Wir haben noch, was weiß ich, 230 Baumstämme, das war's. Ja, wir hatten ja so gesagt, wir gehen sammeln, ne? Also, daher. Ich hab keine Zeit, ich muss bauen.
So. Ja, dann baue Holz. Ich sammle Holz. Ordnung. So, dann schauen wir mal, wie man den jetzt seine bauen kann. Warum geht jetzt das nicht? Also ich bin jetzt die Kisten uman sortieren, ne? Also danach kann ich gerne auch was looten gehen oder bauen oder was auch immer. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, was wir jetzt weitermachen. Wir müssen doch noch die Antenne holen gehen. Hatten wir die nicht geholt? Ich bin jetzt echt irre. Ich meine, wir waren doch öfter. War das nicht das Forschungsinstitut mit der Antenne? Ich habe auch geglaubt, dass sie da ist. Vielleicht ist nur irgendjemand in einer Kiste drinnen. Bist du ja sicher, dass wieder irgendjemand die Kisten falsch eingeräumt hat? Ich sag jetzt nichts. Also ich bin ja gerade quasi die Kisten umanräumen und wenn, dann begegnet sie mir ja. Die kommt auf dich zu, oh interessant. Ja, die kommt auf mich zu. Sag dann Hallo. Hallo, bist du der eine, der die Kisten sortiert? Und dann sage ich ja. Natürlich. Natürlich. Was für eine Frage. Ja. Ich meine, irgendwie muss ich ja auch mal jemanden kennenlernen, außerhalb meiner Frau, ne? Ja. Wenn es um Kisten geht. Wenn es um Kisten geht, genau. Große Kisten, kleine Kisten. Genau. Ich stelle mich dann als Kistensammler vor, weißt du? Okay. Da. 1, 2, 3, viele. Gut. Muskelbesetzte Kiste. Eine muskelbesetzte Kiste, genau. Ja, ich wundere mich. Also, oder hast du vergessen, die aus dem Forschungsinstitut mitzunehmen? Oder bin ich jetzt bekloppt? Also ich meine, die Antenne wäre im Forschungsinstitut. Oder abgespeichert, das hat falsch abgespeichert und ist deswegen nicht da. Das hatten wir ja auch schon mal, ne? Das, ja. Ja, in dem Art noch nicht, aber. Recht. Dann nicht so, als ob wir das nicht schon mal gehabt hätten. Ja, das stimmt. Weil das so mit dem Speichern funktioniert nicht immer ganz so hier bei dem Spiel. Boah, Kunstrichtung. Wenn du es zu spät da reingetan hast, das so zum Ende hin von danach, bevor wir abgespeichert haben, passiert ja schon mal, dass er falsch speichert. Ich brauche eine Faulmaschine. Was ist, wenn die fällt, die Maschine? Boah, dann brauchen wir eine. Also unter der Treppe müsste eigentlich noch eine drin sein. Ja, na, da habe ich gerade ein paar verwendet. Aber ich glaube, so. Ich, glaub, ich habe nicht alle genommen. Ich habe jetzt das Eisen auf 2 Kisten verteilt, ne? Okay. Echt, haben wir so viel? Ja, ich habe jetzt Stück Eisen quasi in eine extra Kiste gemacht. Oben, oder? Ich habe das Gefühl, hier standen mal Bäume bei uns auf der einen Seite, aber irgendwie werden es immer weniger. Die haben wir vernichtet. Brauchen wir noch ganz viele Steine, kann ich auch noch holen. Deswegen bist du auch so gegen die Grünen. Ich glaube, du hast einfach nur Angst, dass die vorbeikommen und sagen, Schluss mit lustig. Ja, jetzt deswegen beeile ich mich. Jetzt du mich nicht so hinunter, ich bin nicht gegen die Grünen. Wieso runter? Ich mach dich damit rauf. Also, weil es ist eigentlich, ist mir das egal, die Grünen. Jeder kann seinen Grünen halten und auch vollkommen wurscht, wie er arm halt. Ja, ich finde aber auch, jeder sollte seinen Grünen haben in der Farbe, die er... Ne, das macht jetzt gar keinen Sinn. Das macht jetzt gerade gar keinen Sinn. Vergesst, was ich gerade sagen wollte. Das ist irgendwie schwachsinnig gewesen. So, das war jetzt gut. Jetzt haben wir nämlich da beim Aufgang... Ja Gott, die können wir nämlich von oben befüllen, theoretisch. Also zumindest wirst du schnell befüllen. Hey, warum macht er das denn nicht? Willst du mich verarschen? Schön sprechen. Nee, ich meine nicht dich, keine Angst. Ein kleines Fleisch. Und eins aus der Falle. Nee, geht das, ja. So, ich muss jetzt oben noch eine Kiste bauen für Waffen.
Also die Base ist schon geil mit so einem Floating-Dingsfuß. Also weit sind sie nicht gekommen, gell? Die ist schon cool, das stimmt schon. Ja, das passt gut. Und das habe ich am Anfang habe ich 3 Propeller hinbaut. Ja. Mhm. Das heißt, da kriegen sie gleich noch mal ordentlich an mit. Den kann man nämlich von oben bei der Treppe den befüllen. So, ich habe jetzt die Essenskiste auf die andere Seite gestellt, nicht dass er die sucht. Warte, also direkt an der Küche. Das hat mich schon die ganze Zeit gestört, dass ich jedes Mal über die Kisten klettern muss, um die Essenskiste zu befüllen. So an. Alles Sport. Alea ist mit ihrem Schwert anüben. Alea ist arbeitslos. Also wenn jemand was zu tun hat für Alea, ne? Alea ist wanting work. Also wollen ist was anderes, aber zumindest kann sie welche machen. Wo hast du jetzt da? Oh, da herum. Cool. So, was haben wir da? Tiere. Okay. Ah, das ist gut, weil die eine Kiste ist eh umsonst. Mit dem ganzen Werkzeug. Ne? Die kostet nichts. Ja. Nee, ich hab wirklich hier unten dadurch dann jetzt 2 Kisten für Eisen und 2 Kisten alt für Natur, sodass wir ein bisschen mehr Platz haben für die Ranken und für die Blätter Natur. Und alles, dass man das ein bisschen, ja, Natur nenne ich das jetzt einfach mal. Genau. Eisen haben wir genug, müssbar? Ja, nur Holz Eisen haben wir reichlich. Holz haben wir zu wenig, ja, bestimmt. Also, ich komme gleich zurück, dann haben wir bestimmt genug. Guck mal auf die linke Seite rüber, wo die Öldinger stehen. Ja. Wie viele Bäume da noch stehen? So viele. Echt? Ja, ich sehe ja kaum noch welche. 1, 2, 3, 4 viele. Da habe ich schon mal ein paar stehen lassen noch. Wo haben wir jetzt die? Wo haben wir jetzt die? So, ich mache jetzt die Äste und Branches, also Ranken, die mache ich jetzt in die zweite Kiste rechts. Okay. Ja, das werden wir schon. Ich schätze, wir werden das schon finden. Ja, ist er da immer da jedes Mal weh? Das weiß ich nicht. Ja, das ist... So, das heißt, in der vorderen Kiste sind jetzt Blätter, Samen und alle Arten von Holz. Samen? Samen auch, die Sau. Für Besamungen? Auch das. Wie kommen wir mal? Achso, da, okay. Schon wieder Fuß gebrochen. Ja, da passiert schnell mal. Super, die kommen jetzt da. Meine Zeit. Warum habe ich denn hier auf einmal Katapultbomben drin in meinem Indie? Die habe ich dann nirgendwo rausgenommen. Ja, du wolltest sie klauen, komm, gib's zu. Du hast gedacht, die passen in deine Armbrust. Genau. Das wäre mal ein Anblick, ne? Wieso ist da die Tür offen? Damit man da durchgehen kann. Ja, was für eine Frage, gell? Ja, das war... Wer intelligente Fragen stellt und so weiter, kriegt auch intelligente Antworten. Ja, die kehrt eigentlich zu. Und das ist ja gar nicht. Aber gut, dass nichts passiert ist. So. Okay, alles neu organisiert. So, das ist also fertig. Jetzt ist die Frage, wie machen wir mit unserer Floating Base weiter? Ziehen wir den Weg wieder runter? Das hatten wir ja einmal überlegt. Oder sehen wir aus? Na, ich glaube, wir brauchen jetzt dabei mal gar keine Erweiterung diesbezüglich. Wir können ja das checken, ob das nicht eh reicht. Weil, wie gesagt, wenn die nicht weit gekommen sind, was braucht man dann jetzt weiter, ne? Ja. Ich meine, was man... Ja, natürlich. Ich meine, was man überlegen kann, ist natürlich, dass man vielleicht irgendwie... Man kann ja über die Tür den Weg ja hier regulieren, dass wenn oben der Weg einfach zu voll wird, ich schau mir das an.
ich das sehen. Ja, damit wir nicht wieder die Situation haben wie jetzt, ja, dass man, wo man halt oben auf einmal im Straucheln kommt und anfängt zu sterben, weil, ja, weil man... Naja. Ich meine, das hat ja keiner geahnt, dass die da durchklettern. Ja, die sind ja da durchgeklettert, das war das Problem. Sonst wären die gar nicht da rumgekommen. Genau, ne? Richtig, also ja. das ist erledigt. Das sollten wir erstmal ausprobieren, ob das, wie weit die dann noch kommen. Ne? Nee, ja, aber sonst hätte ich gesagt, wir bauen einfach hier unten Türen, ja, sodass man den Strom halb regulieren kann. Ne? Da, also eine Tür, die quasi hier vorne steht, so, nicht da. Jetzt bin ich falsch gesprungen, scheiße. Also ist schon gut, wenn man den Strom regulieren kann. Ja, finde ich auch. Ne, also die hier vorne steht, Sekunde, ich springe nochmal drüber, diesmal richtig, so, da wollte ich eigentlich hin. Die hier vorne steht, die man dann nötigenfalls zumachen kann, um den Strom umzuleiten auf die alte Base. Ja, dann braucht man da eine Türe. Also wurscht, dann bauen wir da eine Türe hin. Passt schon. Ist nur so eine Idee, dann sind wir so ein bisschen mehr safe für Notfall. Ne? Pass auf, ich habe nämlich das Zeugs mit für eine Türe. Ja, dann bauen wir es. Ja, dann mach du. Dann ich habe nichts bei, deswegen. Ja, schon. Nur sicherheitshalber. So. Und dann können wir doch theoretisch diesen ganzen rechten Flügel da hinten so eigentlich mal abbrechen, oder? Wichen. Aber dann wird die Base doch viel kleiner. Wir müssen das vernichten, oder müssen wir das? Ne, müssen wir nicht, aber wenn wir Material brauchen, können wir doch das nächste Mal einfach den Gang da hinten abbrechen. Jo. Ne, das haben wir so schwierig aufgebaut. Achso, den da hinten, wo der Flammenwerfer steht, oder? Ja, ja, diese ganze rechte Seite, die wird ja gar nicht mehr benutzt. Braucht man theoretisch nicht mehr, gell, hast recht. Ja, und bevor wir dann mühevoll neues Material besorgen, dann sollten wir doch eher hier hingehen und diesen ganzen Bereich hier vorne rechts hier abreißen. Ja. Da unten fehlt schon wieder eine Tür. Das gibt es doch nicht. Hier verschwinden wirklich Bauteile. Was? Ja, weil wir zu viel bauen. Hier ganz hat eine Tür gestanden. Die ist nicht mehr da. Warte. Ist egal. So, wo fällt was? Ja, ich habe jetzt den Teil abgebrochen. Jetzt ist es egal. Die mittlere Mauer brauchen wir ja so oder so nicht mehr. Kann auf jeden Fall weg. Also da, ja, da hat einiges gefehlt. Das haben wir einfach nicht mehr aufgebaut. Hast recht. Plastik, ein Eisendraht, drei Stahlstangen. So, und mit diesem Anblick ende ich nochmal hier die Folge. Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge mal die Antenne für den Max nochmal besorgen. Ich hoffe, die ist auch wieder da. Und ja, bis dahin. Tschüss. Oh, fein, Antenne. Schau, Antenne.